In der zweiten Mission der Maya-Kampagne müssen wir uns den Wikingern stellen. Diese Mission ist die einzige in den drei Völkerkampagnen, die den Einsatz von Schiffen erfordert, was Vor- und Nachteile für uns hat. Die Siedlung der Wikinger befindet sich auf einer Insel im Norden. Außerdem haben sie einen Brückenkopf ein Stück nordwestlich von unserer Siedlung. Solange beide Türme dort den Wikingern gehören, wird etwa alle 20 bis 25 Minuten ein Kriegsschiff vorbeikommen und eine mit der Zeit größer werdende Gruppe Soldaten absetzen. Ähnlich wie in Mission 1 der Wikinger-Kampagne. Sobald ihr einen der Türme erobert, seid ihr sicher, aber bis dahin solltet ihr auf Angriffe vorbereitet sein. Der Berg im Norden enthält reichlich Kohle, Eisen und Gold. Der Krater im Westen enthält keine Erze, aber Waffen sowie Tequila, womit wir unserer Mana-Produktion etwas Starthilfe geben können. Da die Startvorgaben sehr großzügig sind, erhöhen wir die Anzahl der Planierer, Bauarbeiter und Träger direkt um je 10. Unsere oberste Priorität ist es, den Brückenkopf der Wikinger einzunehmen, damit unsere Siedlung sicher ist. Bis dahin müssen wir mit Angriffen aus dem Westen rechnen, wobei die ersten Angriffstrupps kein großes Problem darstellen sollten. Sobald dies erledigt ist, stellen wir eine Armee von Level 3 Soldaten auf. Um diese Produktion zu stützen, bauen wir auch eine großzügige Mana-Produktion auf. Die Wüstengebiete, die ihr dazu brauchen werdet, könnt ihr mit dem Abkürzungszauber erzeugen. Außerdem bauen wir eine Flotte aus Fähren. Macht dabei nicht meinen Fehler und platziert die Werft nicht an der nördlichen Küste. Von dort könnt ihr nur die südliche Küste der Wikinger erreichen, was eure strategischen Möglichkeiten einschränkt. Nebenbei bauen wir auch noch eine Menge Zierobjekte, um unsere Kampfkraft zu erhöhen. Sobald ihr euch bereit fühlt, greift ihr an. Mithilfe von Dieben könnt ihr zumindest die Ränder der Wikinger-Siedlung auskundschaften und wichtige Stellen finden, die ihr zerstören könnt. Alternativ könnt ihr die Burg auf der westlichen Landzunge einnehmen und den Kampf dort stattfinden lassen. Je nachdem, wie hoch eure Kampfkraft ist, sind eure Soldaten auf feindlichem Gebiet noch stärker als auf eigenem, aber auf eurem Gebiet ist dafür die Kampfkraft der Wikinger reduziert. Außerdem befindet sich die Burg in der Nähe der feindlichen Kaserne. Abgesehen von den dortigen Soldaten hat die Siedlung keine nennenswerten Verteidigungen, da selbst die großen Türme und Burgen nur minimal besetzt sind. Allerdings ist ausgerechnet auf dieser Karte kein Limit vorgegeben, ab dem die Wikinger keine weiteren Soldaten produzieren. Sobald alle Türme euch gehören, könnt ihr euch an den Abschluss der Maya-Kampagne wagen.